Hast du gerade eine Explosion gehört, Fred? Nee, ist alles cool. Und er geht einfach weiter. Juckt ihn gar nicht. Ich hab grad seinen Boss in Luft gejagt, aber hey. Ich wollte gut, mich würde es auch nicht interessieren, wenn jemand meinen Boss töten würde, ne? Was? Okay. Ich muss ihn irgendwie herlocken. Renn doch noch weiter weg, Alter. Renn doch einfach noch weiter weg. Oh. Bevor ich es vergesse, ne? Ich hab's gerade gesehen im Augenwinkel. Alter. Geht doch. Ich wollte jetzt sagen, ich muss da einen Schuss für verschwenden. Das wäre jetzt echt scheiße gewesen. Wisst ihr, was ich hier gerne hätte? Eine Drohne, mit der ich hochfliegen kann, die ganze Umgebung einfach von oben angucken kann. Oder so ein Sonar, wo ich dann die Gegner sehen kann, wo die sind. Damit dieses ganze Stealth-Ding noch einfacher wird für mich. Boah, das wäre mega. Das wäre richtig pornös. So klingt der Zombie die ganze Zeit so. Oh. Sieht so ein bisschen aus, als würde er versuchen, Sex mit dem Auto zu haben. Dude? Das ist ein Videospiel. Du kannst gerne das Auto treffen, okay? Das tut dem Auto nicht weh. Das ist nur ein Videospiel. Du darfst es gerne schlagen. Das wird dem Auto nicht wehtun. Okay, dann nicht. Nee. Okay, hört der Busch auf. Ich wollte gerade weitergehen, aber ich hört der Busch auf. Nicht, dass der mich sieht. Die sind zwar eigentlich relativ dumm, aber man weiß ja nie, ne? Manchmal haben die doch mal den Durchblick. Aber der macht nichts anderes. Ich denke mal, bei ihm kann ich mich jetzt easy von hinten anschleichen und ihn töten. Weil der sieht so aus, als würde er da mit dem Auto noch für den Rest des Tages Spaß haben. Der hat mich, glaube ich, gerade ganz kurz gesehen. Aber ja. Das Auto ist halt seine Waifu, ne? Was willst du da machen? Der ist halt nur auf das Auto konzentriert. Alle anderen sind ihm scheißegal. Das Auto war sein Ding. Jetzt ist er tot. So, jetzt gib mir erstmal deinen Schleim, Alter. Du musst mir jetzt mindestens 1000 droppen. 1500, ja, okay. Okay, ist alles cool. Ich watsche einfach hier über die Leichen. Don't give a fuck. Er hat schon mal keinen Molotow-Cocktail in der Hand. Das ist schon mal gut. Weil das bedeutet, ich kann mich jetzt easy bei ihm anschleichen und ihn von hinten töten, ohne dass er irgendwie Molotow-Cocktail droppt und mich tötet damit. Und zack, du bist sowas von. Also, wenn ich ehrlich bin, ich hatte eigentlich ein bisschen Schiss heute vor der Aufnahme. Weil ich reingegangen bin mit nichts. Ich hatte keine Munition. Ich hatte nur ein paar für mein fucking Armbrust. Mehr hatte ich nicht, ich hatte nur so ein paar Bolzen gehabt. Und jetzt? Ich habe 9 Schuss mit der Schrotflinte. Noch mit der Armbrust habe ich noch eine Menge. Ich habe 10 Schuss mit der Pistole. Ich habe noch Spritzen und alles. Und vor allen Dingen, ich habe auch noch, na komm schon. Gehirn. Ratter, 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 ratter. Komm schon, komm schon. Was habe ich noch? Was habe ich noch? Gehirn. Alter, ich komme gerade nicht drauf. Eine Axt, genau, eine Axt. Alter, ich wusste, dass irgendwas noch ist, aber ich wusste nicht mehr was. Pitstop. Okay. Ist das Auto denn gerade explodiert? Okay. Das macht Sinn. Oh shit. Da ist ein Kind. Einfach drumherum gehen. Einfach drumherum gehen. Einfach ignorieren. Guck erstmal nach, ob ich hier was klauen kann aus dem Auto, ne? Das macht man natürlich in Real Life genauso. Erstmal gucken, was die so für Radios drin haben, ob man davon was irgendwas gebrauchen kann, ne?
Wird bestimmt nicht der Einzige, der so denkt, oder? Was? Oh! Oh! Baby! Ein Erste-Hilfe-Koffer? Das kann ich mal gebrauchen. Der hat einen Mobius-Agent. Ich denke mal, das war der mit dem Präzisionsgewehrteil. Wir sneaken da jetzt mal hin. Ne, warte, der war da hinten, ne? Der war hier nur mit Munition, glaube ich. Okay, ist hier keine Gegner. Aber ich denke mal, das wird jetzt genauso sein wie im PUBG bei mir. Ich sehe keine Gegner am Rasen. Und auf einmal sind ganz viele da. Auf einmal bin ich umzingelt, pass auf. PUBG. Was habe ich schon sehr oft gehabt mit Playern aus Battlegrounds, dass alle auf dem Boden lagen. Ich bin einfach lang gelaufen auf einmal. Guck ich so hinter mir, auf einmal stehen hinter mir irgendwie drei Leute auf dem Rasen auf oder so. Wo wir Team gezockt hatten, ich mit meinen Kumpels. Alter. Immer diese scheiß Leute, die im Rasen liegen. Da hinten ist ein Zombie. Wenn er an eine Tür hämmern würde, ne, würde ich es ja verstehen, aber an einer Wand? Das macht irgendwie keinen Sinn für mich. Naja, was soll's. Ist ein Zombie-Spiel, macht irgendwie eh nix Sinn, also von daher ist alles cool. Oh, gerade noch so im Augenwinkel gesehen. Fuck yeah. Also langsam fühle ich mich so ein bisschen großzügig bestückt, kann man das, denke ich mal, nennen. Auf jeden Fall ist da hinten das Scharfschützgewehrteil, was ich noch brauche. Ich dachte, ich habe hier gerade einen Schritt gehört. Ich höre auch meine eigenen Schritte und denke, scheiße, Mann, der Schritt ist irgendwie von einem Gegner. Alter, wenn ich da reingehe, mich rapp, ich sehe drei kleine Zombies. Und ich würde halt wieder einen explosiven Bolzen auf den Großen hauen. Einfach damit ich ihn direkt von Anfang an los bin. Weil der ist für mich eigentlich bis jetzt auch so die größte Gefahr. Weil der hält was aus und er hat Fernkampf. Der spuckt mich irgendwie aus 5 Kilometer Entfernung an. Das ist so ein richtiger Mörser da hinten. Ich warte, bis er herkommt und dann hier vorne steht. Weil ich will nicht zu nah rangehen, weil wenn ich zu nah rangehe, dann triggere ich die ganzen Leute, die auf dem Boden liegen. Und ich sehe da halt drei Leute bis jetzt. Und es werden bestimmt noch irgendwo hinterm Auto oder so noch welche liegen, die ich nicht sehen kann jetzt gerade. Weißt du, ich use mein Brain gerade so ein bisschen. Seht ihr das? Das passiert, wenn man die Beine nicht trainiert. So sieht man später aus dann. Ja, das Ding ist tot. Okay. Willst du mich verarschen, Spiel? Passiert das jetzt noch öfter, oder? Ich meine, wie random war das gerade? Das ist einfach so passiert mit einem Kampf. Ich meine, ich kann froh sein, dass ich das Ding hinter mir noch gesehen habe. Das ist auf einmal hier vorne. Stell dir mal vor, das Ding spawnt hinter dir und du drehst dich instant um und dann ist es da. Oh, guten Tag. Ich muss mal ganz kurz. Bitte steh nicht jetzt auf, okay?
So, jetzt kannst du aufstehen. Okay. Okay. Das war easy. Warte mal, dich hatte ich nicht getötet, ne? Ah, warte mal, ich weiß schon. Ich weiß schon, wie das läuft hier mit dir. Oh, Flasche ins Gesicht. Stimmt, ich habe jetzt die Ability schon. Ich glaube, er hat irgendwas umgehauen. Oh, mein Headset ist runtergeflogen, habe ich gerade gemerkt. Ups. Weißt, was jetzt kommt, Bitch. Flasche, du Flasche. Flasche zu Flasche, weißt du? So, jetzt muss ich mal ganz kurz. Ey, ich muss hier ganz kurz aufräumen. Bei mir ist gerade mein Headset runtergeflogen. Jetzt hat die gerade so ein paar Sachen mit runtergerissen. Ich weiß nicht, wie ich dagegen gekommen bin. Wahrscheinlich mit dem Headset-Kabel gerade kurz dran gehängt. So. Ja, ich habe hier nämlich gerade ein paar Headsets liegen. Okay. Ja, ich bin mit dem Headset-Kabel dran hängen geblieben. Okay, ich weiß schon. Ich hab's gerade nochmal nachgeguckt. So, da drin ist auf jeden Fall eine Sexparty, das hört man. Kann ich hier... Erstmal den looten. Ich dachte eigentlich, es wären mehrere drin und ich muss jetzt hier rauslocken gleich. Komm, nimm mit. So, aber irgendwo müsste doch bestimmt hier jetzt das Sniper-Teil gewesen sein. Irgendwo war das. Ach, da ist es schon. Mit den Teilen müsste ich das Gewehr reparieren können. Mhm. Ich weiß zwar nicht unbedingt, für was ich jetzt einen Sniper brauche, aber... Ich will nicht meckern, ne? Ich will einfach nicht meckern. Scheißes Gebet! Yeah, Guinness! Yeah! Brauchen wir Schrotmunition? Immer Schrotmunition. Ich mach mir hiervon auch nochmal einen. Ich kann mir jetzt den Erste-Hilfe-Koffer craften, aber ich kann nur maximal einen dabei haben. Spiel, du machst mich fertig. Alles, was ich jetzt an Heilmittel finde, kann ich nicht benutzen. Und der Grund dafür ist wahrscheinlich der, dass ich die ganze Zeit nur rumsneake. Wie so ein Bescheuerter. Ich könnte das hier machen. Dann macht das Ding noch mehr Damage. Irgendwas wollte ich noch vorher machen. Genau, den Explosivbolzen wollte ich noch verstärken. Das wollte ich erstmal machen. Genau, weil den Explosivbolzen werde ich mir öfter noch machen, wahrscheinlich. Obwohl, ich habe jetzt gar keinen mehr, ne? Ja, ich habe gar keinen mehr. Ich mache mir mal einen. Gott. Ich werde mal gucken, dass ich immer mindestens einen von den Dingern dabei habe. Einfach aus offensichtlichen Gründen. Nice. So, 3 Schuss dafür und 10 Schuss für die Schrotflinte. Hey, yo. Mega nice. Jetzt kommt die alte nochmal, pass auf. Ich geh jetzt hier raus und dann mit dieser komischen Welt. Nein? Ich hab damit ehrlich gesagt gerade so ein bisschen gerechnet. Aber dass die alte einfach random auftaucht, ne? Ey, das pisst mich ehrlich gesagt echt an. Ich meine, die ist dann einfach da, ohne irgendwie großartige Ankündigung oder so. Ey, das wird mich noch so oft abfucken. Ich hoffe, dass man die irgendwann töten kann, sodass man auch ohne die sich hier umgucken kann. Warte mal, hatte ich jetzt noch irgendwas auf der Karte? Ne, ich habe alles jetzt gelootet, ne? Unterschlupf, PC, Werkbank. Ja, da muss ich jetzt eigentlich nur noch da oben hin. Nice. Oh, ich kann wieder in den Müll gucken. So, Kinders, gucken wir mal, was wir heute im Müll finden. Oh, Schießpulver. Natürlich. Warum auch nicht? Ja gut, ich bin in Amerika, ne? Was Waffen angeht, ist ja hier eh alles so ein bisschen besonders. Also von daher ist alles cool. Hab ich da gerade jemanden gehört? Oh, was ist denn hier? Ach, eine Flasche. Okay.
könnte schwören, ich habe gerade noch einen Zombie gehört. Ach komm, da ist noch eine Pflanze. Oh, da ist der hier oben drauf. Boah, das wäre mies, Alter, wenn da oben einer drauf ist und kurz nicht aufpasst und er den mit Molotov-Cocktail abwirft. Alter, das wäre richtig mies. Ne, da ist keiner drauf. Aber ich renne mal dahin, weil ich gerade noch ein paar Kisten dort hinten gesehen habe in der Ecke, also holen wir uns die auch nochmal. Das Spiel erschreckt mich gerade dezent oft. Guck mal, da hinten hockt ein Gegner, der wahrscheinlich denkt, guck mal, er weiß nicht, dass ich hier bin. Ich hocke jetzt einfach hier und warte, bis er zu mir kommt, dann töte ich ihn. Das ist wahrscheinlich gerade der Gedanke vom Zombie da hinten. Aber ich bin so, ich hab dich schon da hinten gespottet. Alter, ich könnte noch hier suchen, ne? Ach genau, hier war ich auch noch nicht fertig, ne? Ich habe mir diesen Waggon noch gar nicht angeguckt. Resonanzpunkt wurde protokolliert. Lange nicht gesehen, Ratten. Ha, Rattenschlitzer. Man nennt mich auch Jack the Red Ripper. Hey. Lass mich verarschen. Okay. Vorne ist was, deswegen gehe ich hier nochmal durch. Sebastian Castellanos rennt gerade von alleine ganz schön langsam. Ich habe Angst, dass gleich irgendein Stranger Shit am happen ist. Einfach raus hier. Einfach raus hier. Alter, ich habe gerade einen Herzinfarkt gekriegt. Ich habe gerade meine Nachbarn oben schreien hören. Ach, hier ist das drinne. Da muss ich rein. Seht ihr das? Habt ihr gerade gesehen, das Schwarze? Da muss ich rein. Alter, meine Nachbarn. Alter. Oh, oh. Ist heute Fußball oder warum schreien die da oben schon wieder verdammte Scheiße? Ich meine, wenn man nur meinen Nachbar schreien würde, wäre es ja noch in Ordnung. Aber wenn meine Nachbarin auch noch schreit, ne? Alter. Der Geist hat aber ganz schön viele Leute dahin gerafft. Ich hab keinen Bock auf das Vieh. Das soll sterben. Und gleich tauchst du es auf, pass auf. Vor mir. Bäh, es ist da. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel gefällt mir echt gut. Du hast hier keine Jumpscares. Ich meine, gut, ab und zu so. Aber die Jumpscares sind gut. Sagen wir es mal so. Das ist jetzt nicht so ein billiges, PNG, was hier ins Gesicht geschmissen wird oder so. Also, bis jetzt war das Spiel eigentlich relativ nice. Ich werde dich jetzt messern, weißt du? Okay, noch einen Schritt näher. Was? Okay, dann eben nicht. Ich wollte dich von deinem Schmerz erlösen, aber... Wenn ich will, hat schon, ne? Wenn ich will, hat schon. Ich frag mich, ob ich hier nochmal reingehen soll, ob da auch noch was ist. Ich meine, ich sehe da die Kisten, aber ich weiß nicht, ob ich da noch rein soll. Aber ich frag mich auch, ob das schon die ganze Open World ist. Also ob da nachher noch mehr kommt oder ob es das hier einfach schon ist. Also mehr passiert auf der Karte nicht. Das ist alles. Oder ob das so wie halt andere Spiele ist, weil bei meisten Spielen ist immer so, später tut sich erst die wahre Open World so auf. So, weiter geht's. Nice.
Langsam kann ich auch ein Mortal Kombat Fighter werden. Wir nähern uns unserer Zielperson an. Und... Ah! Oh! Ja. Bam! Findest du das witzig, Leute anzugrapschen, die du nicht kennst, oder was? Blödes Mistvieh. I spit on you. Das war gerade Englisch für ich spuck auf dich, so nach dem Motto, weißt du? Oh, kann ich da durchgreifen wie ein Zaun? Natürlich nicht. Ist ein super Zaun. Da kann man nicht durchgreifen. Verdammt, Mann. Ich auch selber drauf kommen können. Auf jeden Fall habe ich noch was gesehen im Augenwinkel, denn. Der wurde nicht im Augenwinkel, das war eigentlich schon relativ offensichtlich, ne? Yes. Another key. Oh, ich habe schon zwei Stück. Oh, ich weiß, wenn ich näher gleich wieder besuchen gehe. Wenn sie ein Handy hätte, würde ich sie schon mal vorher anrufen, damit sie Bescheid weiß. Aber ihr wisst ja, ne?